So, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Pänzchen. Hier ist wieder eure Nimi. Erstmal, ich hoffe, euch geht's allen gut. Und ja, wie ihr seht, haben wir ein schönes Game. Das ist ein Survival-Horror-Game. Und zwar, hi Dave, ein Horror-Zug-Game. Und ich würde sagen, ohne große Umschweife gehen wir jetzt ins Game rein. Ich hoffe, Dave, der Ton ist soweit in Ordnung. Man kann mich gut verstehen und ja, auf dass meine Nerven einmal kaputt gehen, was jetzt gerade hier aber nicht funktioniert. So. I know it's been a while since we last spoke, but something has happened at the mines I've been supervising. No, trust me, you'll want to make time for this. You're looking for something big to keep your museum in business? Well, there's something big on that island. Real big. So many friends, and even my own son are still out there. If anyone can bring this thing down, it's you. It'll be the biggest attraction your city's ever seen. And you can help an old friend. Yes, meet me on the docks at sunset. I hope you're ready for a little monster hunt. So, freue ich mich schon, die Begeisterung steht mir ins Gesicht geschrieben. Ich freue mich. Oh mein Gott, worauf habe ich mich da eingelassen? Yes, sir. They call him Charles. Half train, half giga spider from hell. We've been planning his demise for some time now and have nearly everything in order. Just a few people to meet. Sag mal, Dave, ist das so vom Ton her alles in Ordnung? Yes, sir. Welcome. Also man versteht mich gut, man versteht das Game gut. Island where miners dig their own graves. Stay close. Charles isn't the only thing to fear around here. Hi Lex, schön, dass du auch da bist, aber hier tut sich gerade gar nichts. Warum tut sich denn hier gar nichts? Haupteingabe, Aktion.
Pause. Vorwärts. Ja. Springen. Nach links drehen. X. Hier tut sich gerade gar nichts. Ich kann nichts machen. There's a train shed at the top of the hill. One of the train operators was killed early on. If we can get to it, it could be an end to stay close. We don't want to be. Okay. Ah. Ich sollte mit dem reden. Oh Gott. Was habe ich mir da nur angetan? Gott, ich muss mich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Ja, und wie komme ich jetzt hier rein? Her, von und zu? Ah, shucks, it's locked. Not to worry, we can still find a way in. Ach so. Nein, Juno, du wirst noch nicht zu spät. There's a small shack up the path that might have a key inside. Take this map, I just marked the location. Nein, ich will nicht alleine laufen. See if the key is up there, and I'll look around. Looks like you found it. Open up that door and lead the way. Ja, ist unsere tolle Lokomotive. Ugh. Hey, that's what Sag mal, Lex, hast du das Game auch schon gezockt? She's an oldie but a goodie. I'm going to inspect the train's exterior. Why don't you take a peek inside? See what we got to work with. Mhm. Ich glaube, das ist der Schaltknüppel. Das ist für Rückwärtsfahren. Das ist für Stopp. Das ist für Vorwärtsfahren. Hier haben wir eine Karte. Aha. Hier haben wir Fluggesundheit. Okay, das müssen wir reparieren. Okay, okay, okay. Okay. Unser Inventar ist leer. Okay. Well, the exterior is a little rough, but everything looks to be intact. Ich werde aber gleich ein bisschen Musik hören. Ihr habt aber die liebe Juno, wie ihr schon gesehen habt, im Chat. Das heißt, sollte ich nicht reagieren, gerne auch Juno ein paar Fragen stellen. Und ich denke mal, mit ihr könnt ihr auch quatschen. Und ja, ich würde mal sagen, ich bin jetzt schon nervös. Nein, bin ich nicht. Okay, ich mache mir schon mal die passende Musik an. Einen kleinen Moment, Leute. Ich habe nebenbei noch Musik laufen. Die Musik fängt jetzt schon gut an.
So, okay, jetzt soll ich. Oh Gott. Yeah, baby! We're coming for you, Charles! Do you hear that? It's him! It's him! Whoa. Get the gun! Das Ding muss ich abkühlen! Alter! Alter! Hat er jetzt den alten Mann mitgenommen oder was? Und jetzt? Oh. This is how things were supposed to end. I thought we could still fight like the old man. Alter. Yes, sir. Was ist denn für ein Killerzug, Alter? Easy out. Und dann grinst er auch noch so frech. I don't have time to explain. Find the egg. Was für Eier? Find my Okay, und was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt erstmal zurückfahren oder? Oder soll ich jetzt, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin jetzt komplett ohne Aufgabe hier. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Ich soll die Eier finden. Ja, so viel habe ich verstanden. Was ist das? Hier haben wir unbekannte NPC. Ich würde sagen, wir versuchen erstmal ein bisschen geradeaus zu fahren, nicht wahr? Okay, also fahren. Okay, wir fahren erstmal. Ich kann nichts kaputt machen. Ich würde sagen, ich fahre jetzt noch mal ein Stück geradeaus und guck einfach mal. Mehr als erstmal fahren kann ich ja eh nicht.
Okay. You must be the archivist that Eugene told us about. We're happy you came to help us out of this predicament with Charles and that madman Warren. Wer ist Warren? No. Let old ich dachte, es geht um einen Zug. Nicht noch um einen Kerl. Charles. There are some metal straps in my barn that you could use. Here's the key to the barn. It's just a... Mal gucken. Okay, ich soll jetzt, wie ich es richtig verstehe, alleine. Schrott. Also, wer ist Warren? Wer ist Warren und warum ist der auch gefährlich? Ist das so ein Hillbilly oder was? Okay. Also wenn jemand nicht zurückkommt, dann aus gutem Grund. So viel ist sicher. Thank you.
was genommen? Ich brauche... Warum sagt Gurke, ich brauche Gurken? Ist das Gollums Schwester? Gurken sind Liebe, Gurken sind Leben. Ich liebe Gurken. Sie verleihen ihre mir Glücksgefühle. Gurke, Gurke, Gurken. Ah ja. Gut, gut. Da mag jemand Gurken. Interessant. 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 Wir müssen in eine Mine. Also Horror ist schon mal dieser Spinnenzug und jetzt müssen wir in eine Mine. Ich werde heute bestraft.
Hätten wir noch mal nach einem Schlüssel fragen sollen? Aber hier ist dann nichts. Ich sollte ja direkt zur Höhle. Kann gar nichts machen. Kann gar nichts machen. Was meint ihr? Soll ich nochmal zurück und mit der sprechen? Warum sind hier überall Kratzspuren? Soll ich nochmal zurückgehen und mit der sprechen? Wahrscheinlich, ne? Wir gehen nochmal zurück. Nochmal zurück und gucken einfach mal, ob wir irgendwas vergessen haben. Okay, irgendwie, okay, ich verstehe gerade unser Quest nicht, weil wir sollen da in die Höhle. Aber da ist kein Gurkenglas. Da ist kein Gurkenglas. Was soll ich da jetzt rum? Also ist jetzt die Frage, wie kriegen wir das Gurkenglas? Sollen wir weiterfahren oder soll ich das nochmal probieren? Aber ich komme da ja nicht weiter. Was meint ihr? Zur nächsten Mission oder versuchen, das zu lösen? Juno, was meinst du? Sollen wir zur nächsten Mission fahren oder das lösen? Weil ich soll irgendwelche Gurken holen. Wir können ja weiterfahren. Dann haben wir hier auch noch eine Mission. Wo? Also, was meint ihr, Chat? Soll ich das weitermachen? Oder soll ich zur nächsten Mission? Okay.
Oh Mann. Alter. 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 Alter, das ist gar nicht mal so einfach. Alter, warum ist hier überall Blut? Ja, das war echt crazy. Alter. Hä? Okay, da sitzt einfach jemand im Anzug drin. Hallo. Welcome to Aranirum, Archivist Museum person. Ah, das war... My apologies. I'm not the best with introductions, but I don't believe either of us are here for socializing. I just so happen to have a little business opportunity. Alter, das war jetzt aber... A very special little box of mine is in a rail car in the nearby canyon. But the goons have set up a camp to protect that area. So be careful. Find the blue box. I'll give you some scrap. Handlanger. Ich hab keine Waffe, ich hab gar nichts. Ich hab noch nicht mal irgendeine Waffe, um mich zu wehren. Was zum Teufel ist das? Ist das ein reines Lauf-Weg-Spiel oder was? Okay. Ach, verletzen kann ich mich aber anscheinend. So, Karte, Luki Luki machen. Okay. Heißt das, das Viech kann mich auch jagen, wenn ich außerhalb des Zuges bin, oder was? Oh Gott. Oh mein Gott. Weißt du was, das testen wir jetzt mal, ob das Viech mich auch verfolgt, wenn ich nicht im Waggon sitze. Ich meine, wir werden mehr als einmal heute Abend sterben. Und, Hey, get out of here! I'm gonna shoot you! Whoa! Alter, was ist das hier? Alter! Alter, was ist das? Alter, hau ab! Alter, was?
here. Come on, where are you? Da! Wie soll ich da langkommen? Alter, wie soll das funktionieren? Ich kann ja gar kein Level machen. Ich komme noch nicht mal ansatzweise dazu, Aufgaben zu machen. Super. Alter. Die hätten mir doch wenigstens eine Waffe geben können, damit ich mich irgendwie verteidigen kann. Aber das geht ja auch nicht. Ich kann mich ja noch nicht mal verteidigen. Ich kann ja gar nichts. Also wie soll ich mich verteidigen und die Quests machen, wenn ich sofort tot gehe? Das ist doch... Das ist doch... irgendwo sinnfrei, aber... Okay. Wir probieren es jetzt einfach nochmal. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, wenn der mich jedes Mal sieht und ich einfach nur rennen kann. Das ganze Ding einfach mal von oben an. Okay, ich laufe jetzt mal andersrum. Wir laufen jetzt einfach mal andersrum.
screaming out here. I wish you never came here. You better run. That's the exact box I needed. Now take these scraps and...
Eugene told us we'd have a newcomer soon. I suppose that would be you. There's some scrap metal in the balcony room of my house that you could use to... Here's the key. And although the balcony is right behind me, as a side note, talk to anyone around here, and they'll do whatever they can to help. Anyone not wearing a mask, that is. Check out the balcony, and take whatever you can use. Good luck with everything. Okay, yeah. Was ich bis jetzt sagen kann zu dem Game ist, dass man sich nicht wehren kann. Außer mit dem Zug. Dann gibt es so Typen mit Masken, vor denen man jetzt nicht wirklich Angst haben muss. Aber man kann sich halt nicht wehren. Das macht das Ganze schon ein bisschen umständlicher. So, jetzt müssen wir gucken. Alter, dein Ding kühlt viel zu wenig ab.
Der kriegt mich immer wieder. Wenn der jetzt wieder ankommt, ne? Look, kid, I know you're supposed to be some fancy-pants monster hunter, but you can't earn my respect without making yourself useful. One of Warren's goons dumped a locked chest in the yard last night. After beating on it for a few hours, I didn't break anything. I got some lock picks, but I don't know how to use them. Here, take them. If you can get that chest open. Okay, wir müssen jetzt Truhen öffnen. Aha, jetzt sind wir noch Diebe. Okay. Toll, jetzt können wir auch das Gurkenglas holen. Das ist, Boah, Alter. Alter! Well, fancy fingers here got the chest unlocked. That's an odd-looking piece of junk you found inside. You earned my respect. So here's some scraps. Da ist irgendwo auch noch einer. The monster hunter has arrived, I see. This is no ordinary hunt, mind you.
We've already tried fighting Charles, but we believe there may be a way to get ich habe auf jeden Fall die haarige Backenfarbe bis zur Rolle. Dispersed around the island are three eggs, locked in the island's three primary mines. Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island. Unfortunately, the mining company owner warned Charles III. There's an egg in the mine just down the ridge. Here's the key to the mine. I've marked the... Hey, wir dürfen in die Mine. Oh mein Gott. Und ich kann mich nicht wehren und da sind solche Spacken. Flamethrower as an addition to my spider train home defense plan, but as you nearly cooked myself alive in that shed as I was testing it. I would love to save the shed, though. If a flamethrower somehow still works after the fire dies down, I'd assume you're the monster hunter that folks have been ex... Finde einen Weg, das Feuer zu löschen. Ja. Ah, ich sehe schon. Using the water tank to put out the air. Take old bug spray. Cause of this case. I don't want to see it anywhere. Interessant, ich habe einen Flammenwerfer. Wie soll ich den denn ausrüsten? Wie soll ich den denn ausrüsten? Wir probieren es mal. Ja, wir nehmen den jetzt einfach mal. Müssen aber in die Mine.
Weißt du, so eine Schaufel oder so eine Dingsbums wäre ganz gut gegen diese komische Hillbilly-Anhänger da. Okay, wir müssen in die Mine. Oh Gott. Also. Ich mache mal kurz die passende Musik an. Und dann suchen wir dieses komische erste Ei da. Wartet mal kurz, ich spiele sofort weiter. Uno momento. Ohne Momento. Ich weiß, dass viele geschrien haben, die Minen sind schwer, weil du die nicht immer siehst. Oh Gott, eine verwinkelte Mine. Leute, ich schalte die Kamera mal kurz aus, weil ich gerade meine Kleine gehört habe. Beziehungsweise das Gefühl habe, die gehört habe. Ich schalte mal kurz die Kamera aus, ja? Das ist jetzt auch so langsam die Zeit, wo die wieder wach wird. Und ich möchte halt nicht, dass man die sieht. Wartet mal kurz.
You shouldn't be here! Also, Punkt 1. Es ist immer noch doof, sich nicht wehren zu können. Du musst zum Zug rennen, musst den ganzen Weg zurücklaufen, musst dann wieder hinlaufen, um ein Ei zu holen. Also, ich muss natürlich ehrlich sein, wenn ich solche Spiele spiele und ich stelle mir dieses Spiel, auch wenn es nicht wirklich groß ist, wenn das auf Dauer wirklich so ist, relativ schwer vor, weil das hin und her und zurück... Ja, einmal Barbecue machen hier. Ziemlich anstrengend werden kann und du nicht weißt, wie viele davon noch da rumlaufen. Ich hoffe, das war einer. Und ich kann jetzt geradeaus laufen. Oh, das Ei. Scheiße. Okay. Wir haben ein Ei gefunden. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Jetzt bin ich voll an den falschen Knopf gekommen. Thank you.
Aber man muss ja mal sagen, das Spiel löst schon so eine gewisse Grundunbeharrlichkeit aus. Das auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass du hier durchrennst und nicht denkst, oh Gott, kommt der nicht gleich angerast, der Zug, und will dich fressen. Du hast immer das Gefühl, der könnte gleich auftauchen. Das Spiel hat schon so eine gewisse, ich bin angespannt und ich warte drauf, Atmosphäre. Hallo, Joy. My goodness, the others actually convinced someone to come help. I'm so glad you came, but I simply cannot stay any longer. I've brought all my belongings here so I can leave immediately when a boat... Although now that I think about it, I did forget my journal at home. It's a dangerous journey for sure, but you might manage with that train. I'll give you all the scrap metal I have. Just please. Ja, hallo. Dann willkommen, wenn du neu bist, in der Kränzchen-Community. Willkommen bei den Kränzchen. Ist das? Man entkommt dem Zug nicht einen Millimeter, weil deine Waffen viel zu schwach sind. Will das Spiel einen verarschen? Da stirbt man ja lieber gerne tausendmal in Souls-like Games als da. Das ist nicht normal, Alter. Ja, aber trotzdem. Oh. Haben wir noch jemand Neues im Chat? Dann freut's mich. An alle, die neu sind, willkommen bei den Kränzchen, meine Lieben. Thank you.
Say, you're the monster hunter. Vielen Dank fürs Abo da lassen. Das ist lieb von dir. Kuss geht raus, vielen Dank. Die liebe Juno und ich gehören übrigens zusammen. Das ist furchtbar schwer. I always collect and burn them, but as I was looking for them last night, I began hearing strange noises and ja, ich mach schon ein bisschen mehr Schaden, aber immer noch nicht so viel Schaden, dass ich den Platz krieg, den Zug. Aber wir können das Haus mal direkt besuchen. Wir gucken jetzt mal in dem Haus. So, jetzt gucken wir mal. Also, wir haben jetzt zwei Missionen. Seiten aus dem Geröllfeld. Ich würde mal sagen, dann haben wir hier das. Das haben wir gerade gemacht. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt die eine Mission noch zu Ende. Weil ich auch gleich früh pennen muss. Und danach wissen wir ja, wo wir das nächste Mal hin müssen. Dann ist vielleicht auch die liebe Juno mit hier neben mir. Und dann darf sie mal spielen. Da hat Juno doch bestimmt voll Lust drauf, vor so einem Horrorzug wegzulaufen. Wegzufahren eher. Ja, ich würde sagen, wir bringen das jetzt eben noch zurück. Wir machen jetzt den Schaden. So. Der Schaden ist fast voll. Wir legen jetzt mal eben den Rückwärtsgang ein. Und lassen den armen Mann mal von der Insel weg. Und wer der komische ja, du gegen Killerzug, genau. Nee, wir müssen noch einen Ticken. Sie kann ja nichts passieren, nur wenn du im Zug bist, Juno. Das weißt du ja, hast du ja gesehen. Der kann dir so nichts tun, dafür hast du andere Gegner, die dir was tun können. Wir hatten schon schlimmere
schlimmere Horror-Games, Juno. Wir hatten schon schlimmere Horror-Games. Ich sag nur The Birch Curse of Road Salvation, wo wir uns beide so erschrocken haben, dass der Schrei filmreif war. Das fand ich tausendmal schlimmer. Das ist... Thank you so much for bringing my journal. I would hope, for your own good, that you didn't peek inside. But, here are those scraps. So, jetzt motzen wir noch eben unseren Zug auf. Und beim nächsten Mal würde ich dann sagen, machen wir weiter und suchen diese komischen Eier. Habe ich denn eigentlich noch? Ein grünes Ei. Eins der drei Eier, die benötigt werden, um den Tempel zu aktivieren und Charles in einen tödlichen Kampf herauszufordern. Ach du Scheiße. Du musst am Ende gegen den Zug kämpfen. Ach du Herr Jiminy. Worauf habe ich mich hier eingelassen? Zug. Ich weiß, Juno, aber ich muss da auch durch. Das schaffst du. So. Oh, 35 Schrott. Das Tempo. Und... So, meine Lieben, dann würde ich aber sagen, es hat mich gefreut, neue Gesichter im Chat zu sehen. Vielen Dank, dass ihr dazugekommen seid, dass ihr auch ein Abo dagelassen habt, einen Kommentar. Das ist mit Controller machbar, Juno. Also mit dem, den ich gerade habe, klappt das wunderbar. Das kannst du mit Controller spielen, das klappt alles. Also alles gut, kannst du dann auch mal spielen. Genau. Und wenn ihr mehr von diesem tollen Kanal sehen wollt, was mich mega freut, lasst gern Like, Kommentar oder kostenloses Abo da. Die liebe Juno wird sich auch freuen. Chat, ihr seid super, ihr seid toll. Liebe geht raus. Vielen Dank für die Likes. Und es kommt bald das Wochenende. Und am Wochenende würde ich sagen, Juno, Let's Play Juno vs. Spider-Zug. Horror-Spider-Zug. Und ich denke mal, Chat, einmal eine kurze Umfrage. Soll die liebe Juno am Samstagabend gegen den Zug spielen? Schreibt es einfach mal kurz in den Chat rein, weil dann ist es definitiv notiert und wird gemacht. Und euch allen wünsche ich einen schönen Abend. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.